genauer gesagt geht es jetzt nach Sölden ins Hotel Becklerwirt. Da verbringen wir das Wochenende, werden Skifahren und Skitouren gehen und einfach eine richtig tolle Zeit haben. Mit dabei ist heute unser Mini und der ist auf seiner Jungfernfahrt. Also es ist alles voll exciting. Hallo, wir sind jetzt in Sölden beim Skifahren. Wir sind hier auf 3250 Meter, das ist der höchste Punkt im Skigebiet. Und die Aussicht hier, die ist gewaltig. Also da ist der Flo Scheiber, ehemaliger Weltcup-Fahrer, der zeigt uns heute sein Heimat-Skigebiet. Und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir am Loch. Florian Scheiber unterwegs. Florian, stell dich doch mal vor. Ja, hallo, mein Name ist Scheiber Florian, komme aus Sölden, war ehemaliger Skirennläufer. Habe heute die Ehre, mit den zwei Damen hier eine Runde Skifahren zu gehen in meinem Heimatgebiet. Und ich hoffe, die Damen haben einen schönen Einblick bekommen. Und bei dem Wetter natürlich ist einfach ein Traum auf die Bergkulisse. Wir waren halt glaube ich, drei oder vier Mal über 3000 Meter. Das ist natürlich für Flachland-Tiroler immer was Schönes. Flo, erzähl uns doch mal, was macht das Skigebiet aus? Warum sollte jeder mal da gewesen sein? Ja, wie gesagt, von den Pistenverhältnissen würde ich sagen, ist eines von den schönsten, abwechslungsreichsten Gebieten. Und jeder kommt auf die Rechnung, ob Freerider oder Anfänger, alles kann man sehr, sehr gut ausnutzen. Die Anlagen sind natürlich am neuesten Stand jetzt, haben sie extrem nachgerüstet die letzten Jahre. Und dazu, wenn man noch das Glück hat mit so einem Wetter, dann ist Panorama natürlich auch traumhaft. Danke, Florian. Wir haben jetzt ganz gut geschlafen und haben gestern nach dem Skifahren, waren wir noch im Wellness, in der Sauna, haben uns noch ein bisschen erholt und hatten dann ein schönes Abendessen. Und jetzt geht es dann gleich für uns auf Skitour. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Seewehrspitze. Den ersten Teil der Tour sind wir übers Skigebiet in Obergurgl aufgestiegen, so ca. 200-300 Höhenmeter. Und danach sind wir ins Gaistal rein und ja, da quert man ziemlich lang rein. Und ja, jetzt sind wir dann demnächst mal am Ende und dann geht es da vorne hoch. Und das Tal ist echt mega schön. Voll die coole Aussicht und es ist keine Person da, außer uns.
Gipfel von der Severspitze erreicht. Und die Aussicht hier, die ist gewaltig. Und vom Wetter haben wir es besser nicht erwischen können. Da hinten hängt nämlich schon alles drin. Und bei uns ist einfach voll geil. Das ist jetzt eine geile Abfahrt. Schaut's mal da. So geil. Susi, was sagst du dazu? Ich kann es gar nicht glauben. Einwandfrei, oder?